Weltmeisterschaft bei Eurosport wird Ihnen präsentiert von Ford. Formula One's most successful team. Hitachi. 11. Das Öl der Weltmeister. Und Goodyear. Formel 1 wurde beim großen Preis von San Marino von der größten Tragödie ihrer Geschichte erschüttert. Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall des Österreichers Roland Ratzenberger im Training kam auch der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna aus Brasilien ums Leben. Etwa 3 Stunden nach einem Unfall in der 7. Runde des Rennens stellten die Ärzte in der Zentralklinik von Bologna den Gehirntod des besten Rennfahrers der Gegenwart fest. Zwar blieb Ayrton Senna da Silva, so sein kompletter Name, noch einige Zeit an die medizinischen Geräte angeschlossen, doch musste Chefärztin Professor Maria Teresa Fiandri bei Senna um 18.40 Uhr den Herztod diagnostizieren. Zum zweiten Mal nach 1960 in Spa beklagt die Formel 1 damit 2 Tote an einem Wochenende. Damals kamen die US-Amerikaner Chris Bristow und Alan Stacey ums Leben. Senna erlag den schweren Kopfverletzungen, die er beim Aufprall auf eine Betonmauer mit Tempo 300 erlitten hatte. Er war in der Tamburello-Linkskurve in Führung liegend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Williams Renault geradeaus gefahren. Nach dem Transport mit dem Hubschrauber ins Maggiore Hospital war der 34-Jährige auf der Intensivstation in ein tiefes Koma gefallen. Ayrton Senna geht als einer der erfolgreichsten Piloten in die Annalen der Formel 1 ein. Der Brasilianer fuhr in 161 Grand Prix zu 3 Weltmeistertiteln, 41 Siegen sowie dem Rekord von 65 Trainingsbestzeiten. Nicht allein deshalb wurde ihm von Fans und Journalisten der Spitzname Magic Senna verliehen. Er war Perfektionist, hatte von allen Piloten das größte technische Wissen über sein Arbeitsgerät. Im frühen Kindesalter saß er bereits im Kart. Als Minderjähriger reiste er durch die Welt und nahm an internationalen Kartwettbewerben teil. Die Nachwuchsklassen im Automobilsport beendete Senna jeweils auf Anhieb als Meister, bevor er 1984 bei Toleman sein Debüt in der Formel 1 gab. Im darauffolgenden Jahr feierte er seinen ersten Grand Prix-Sieg. 3 Jahre später war er zum ersten Mal Weltmeister. 161 Starts absolvierte er also in der Formel 1. 3-mal war er Weltmeister, 1988. In diesem Jahr stellte er einen zusätzlichen Rekord auf, als er 8 große Preise gewinnen konnte. Weltmeistertitel folgten noch 1990 und 91. 2. Plätze belegte er 1993, 1989. Am erfolgreichsten war Ayrton Senna auf dem Kurs in Monaco, wo er 6 Siege erringen konnte. Das letzte Todesopfer hatte die Formel 1 vor 8 Jahren zu beklagen, als Elio De Angelis aus Italien bei Test in Le Castellet starb. Imola beendete die längste Phase der WM-Geschichte ohne tödlichen Unfall. Letztes warnendes Beispiel war am Freitag der Unfall des Brasilianers Rubens Barrichello gewesen, der wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davonkam. Da wurde das letzte Quäntchen Glück der Formel 1 endgültig aufgebraucht, meinte der Schweizer Clay Regazzoni, seit seinem schweren Unfall 1980 in Long Beach querschnittsgelähmt. Einen tödlichen Unfall hatte es gestern durch Roland Ratzenberger, den 31-jährigen Österreicher, gegeben, der erst das 3. Grand Prix Rennen seiner Laufbahn bestritten hatte. In seinem Simtek raste er mit Tempo 314 gegen die Begrenzung und starb an den Folgen eines Genickbruchs. Aufzeichnungen von diesem Rennen nun, kommentiert von Manfred Jahnke.